Und hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Ausgabe, einer Doppelausgabe von dem Play by E-Mail 223 von den schwedischen Stories. Eine Weile wieder nichts passiert und jetzt sind wir in Runde 96 und in Runde 96 passiert eigentlich auch nicht besonders viel. Wir gucken mal gerade auf die Ereignisse. Wir sehen hier ganz klar, hier oben hat der Mambo-Kurt, also der Inka, hat Utica eingenommen. Damit hat er jetzt Zugriff auf diese Stadt, auf die Steinkreise hier, auf die Hauptproduktionsanlagen hier. Karthago hatte er schon eingenommen von dem Inder. Inder hat jetzt nicht mehr viel. Hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was. Und das war's dann. Wir gucken mal eben schnell auf die Demografie, was es für Auswirkungen hat. Ja, 22 Produktion hat der Inder nur noch, überall am schwächsten. Nur in der Zufriedenheit ist er weit vorne, weil er ja auch nur noch zwei Städte hat. Wir sind übrigens auch sehr weit vorne in der Zufriedenheit, nämlich ganz vorne. Militärisch holen wir so langsam entsprechend auf. 64.000 zu 29.000 Soldaten. Da kommen wir so langsam nach vorn. Ernteertrag, nahrungsmittelmäßig noch nicht so schwer, aber das wollen wir jetzt auch noch nachholen. Denn jetzt diese Runde geht es darum, jetzt die Siedler hier in Position zu bringen. Das sind sie. Und wir können jetzt eine Stadt gründen. Also machen wir gleich mal hier. Stadt gegründet. Helsinki liegt bekanntlich mitten im Dschungel. Und baut auch sofort die Bibliothek. Gar nicht erst das Monument, sondern die Bibliothek direkt. Und kann auch gleich das Feld benutzen. So, und wir kaufen auch gleich nochmal das Feld hier oben. Entweder habe ich es diese Runde oder in der nächsten Runde gekauft. Ich kaufe gleich mal dieses Feld hier oben, damit das Feld da ist. Und wir auch, wenn wir einen Produktionsfokus umstellen, dann darauf auch noch einmal gehen. Gut, und nächster Schritt, gleich Karawane initiieren. Die wartet hier ja schon in Stockholm. Ja, gerade fertig produziert, Helsinki 4 Produktion, gleich mal mehr nach Helsinki schicken. Ja, und damit braucht das nur noch 9 Runden, die Bibliothek, sehr gut, in 9 Runden ist die fertig. Ja, wollen wir nochmal hier eine Straße bauen und fertig bauen und noch diesen Siedler einmal hier rüber schicken, damit wir den da auch noch hier eine Stadt bauen lassen können. Nehmen wir auch gleich mal hier noch diesen Bogenschützen darüber und mit dem können wir irgendwie auch mal da unten hin. So, ja, schauen wir gerade mal mit unserer Trierer noch mal 1 2 3 hier ein bisschen in Richtung Delhi. Nein, da ist nichts. Gleich wieder zurück, damit hier ja keine Barbaren entstehen in diesem Eckchen. Okay, gut, wir machen einen kleinen Zwischenstopp in Richtung Demografie. Was sehen wir da? Das bisschen Nahrung, was wir dazu bekommen haben, hilft nicht, uns vom vierten Platz beim Nahrung zu entfernen. Aber bei der Produktion gehen wir noch weiter nach vorn. Ja, die Stadt selber hilft uns auch jetzt gerade mal nicht so sehr, um die, ja, das goldene Zeitalter einzuleiten. Aber dann lieber nächste Runde das goldene Zeitalter für alle Städte einleiten, anstatt ein bisschen zu spät für, ein bisschen später dann für die anderen. Also, machen wir es so. Und was fehlt uns? Mambo-Kurt hat uns das vorgeschlagen. Ja, genau. Noch eine diplomatische Sache, was wir machen mussten. Mambo-Kurt schlägt uns den Handel vor. Ich gebe ihm 25 Gold. Er gibt mir 25 Runden 2 Gold. Hieße eine Rendite von 100%. Naja, wir nehmen es mal an, damit er nicht verstimmt ist. Nachdem wir es jetzt angenommen haben, sehen wir bei ihm, er hat 218 Gold. 36 Gold pro Runde. Wer weiß, was er sich da für, ja, für 250 Gold irgendwie kaufen will. Keine Ahnung, was er das wie er das machen will oder was er damit machen will. Jo, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir stellen die Forschung ein, denn Kompass ist erforscht, weshalb wir auch jetzt auf plus 40 Gold sind. Kompass ist erforscht, wir gehen weiter auf Bildungswesen, wir haben jetzt 6 Runden Zeit, schnell das ganze Militär zu bauen, was wir bauen wollen, damit wir umgehend auch gleich mit den Universitäten weitermachen können. Wir sind nämlich schon ganz schön hinterher. 70 Kolben haben wir,
Das ist deutlich zu wenig, denn wenn ich mir mal angucke, den Technologiebaum, was da so Sache ist, muss ich sagen, das gehört Mambo Kurt. Das hat noch niemand erforscht, okay. Maschinen gehört Mambo Kurt und Physik gehört mir. Gut, also er hat eins, die zwei hat er vor mir. Ich habe den, ich habe den. Achso, und Gilden hat er natürlich auch vor mir. Metallguss hat er aber erforscht. 212, war das richtig hier? So, ja, genau, 212. Nee, das habe ich noch. Habe ich das noch? Ich meine, er hat es erforscht gehabt. Diese oder nächste Runde. Auf jeden Fall hat er Metallguss erforscht. Dann wird er wohl in die Richtung Physik gehen. Ritterlichkeit. Und er wird sich wahrscheinlich bei der Druckerpresse, wird er sich höchstwahrscheinlich hier den schiefen Turm von Pisa holen, damit er eine freie Persönlichkeit bekommt. Und natürlich einen großen Propheten, den er dann auch wieder aufheben kann. Ja, Porzellanturm selbst hier oben gibt einen Wissenschaftler. Ich nehme mal an, das ist es, worauf er dann hinaus will. Den Porzellanturm, dass er dann auch mal einen zusätzlichen Wissenschaftler bekommt. Und Wissenschaftlerpunkte vor allen Dingen auch noch. Ja, gehen wir davon aus. Was bleibt dann für mich noch übrig? Eigentlich bleibt für mich nur übrig, hier entweder die verbotene Stadt zu wählen. Oder es bleibt für mich übrig, Bokimieni zu wählen, gibt Ingenieurspunkte plus Stärke in freundlichem Territorium. Damit werde ich dann auf jeden Fall nicht so leicht mehr angreifbar sein. Plus 50% im eigenen Territorium. Na, das wäre schon mal was. Mitunter dann müssten wir uns mal überlegen. Sixtinische Kapelle ist zwar mit 25% Kultur, aber na gut. Das muss man auch erstmal haben. Eigentlich wäre schon hier die verbotene Stadt ganz nett. Zwei zusätzliche Abgeordnete sind immer gut. Minus 10% Unzufriedenheit bei Bürgern in nicht besetzten Städten. Bei dem, wie ich mich ausbreiten will, wäre das auch noch gut. Das soll er mal gucken, wie wir das machen. Wir haben ja noch ein bisschen was hier. 18 Runden noch bis zur nächsten Sozialpolitik. Das wird sich noch ein bisschen weiter ausdehnen, aber wir werden sehen. Gut, Einheiten. Ich habe noch eine Einheit hier oben. Uhr. Mit Uhr hatten wir ja letztens hier erst das Eldorado gefunden. Jetzt ziehen wir Uhr einfach mal zurück. So, zack. Sollen die sich mit den Barbaren selber darum ärgern. Gut, machen wir weiter. Runde 97. Ja, und ihr seht schon hier, ihr hört es im Hintergrund. Es ist ein großer Prophet geboren worden. Der große Prophet. Ja, ein großer Prophet der Religion Heiliger Michel, und der will natürlich die Religion verbreiten, dreimal maximal, damit wir sie dann nämlich noch verschenken können. Gucken wir einfach mal, und gleichzeitig einen Bonus dazu. Kapstadt hatte nämlich gebeten, den großen Propheten hier zu erfüllen und ist jetzt deswegen auch noch unser Freund. Kriegen wir gleich nochmal ein bisschen Nahrung dazu. Ihr bekommt zwei Nahrung pro Runde in eurer Hauptstadt. Jawohl, damit steigt die Hauptstadt auch noch schneller an. Ist jetzt schon bei 15 und in zwei Runden wächst sie. Damit ist die genauso schnell im Wachstum wie viele andere Städte auch jetzt. Verdammt viel Nahrung jetzt hier. 7 Nahrung auf dem eigenen Feld. Wenn ich jetzt mal hier bei Cusco gucke, der hat 6 Nahrung auf dem eigenen Feld. Was hat der? Der hat sogar nur 4 Nahrung auf dem eigenen Feld. Also, schön, wunderbar. Uhr eingedrungen. Ah ja, hier gelernten Kapstadt. Da ist es. Ist gerade aufgeploppt, gleich erfüllt. Das nennt man effizient. Jo. Was haben wir sonst? Mambo Kurt schlägt mir einen neuen Handel vor. Ja, er gibt mir die 2 Eisen, damit ich damit auch was machen kann. 2 Eisen. Zack. Nehmen wir sie doch gleich mal ein. Vereinbarung akzeptiert. Wunderbar. Ja, diese 2 Eisen hier, das ist schon übel, muss ich echt sagen. Diese 2 Eisen da. Gar nicht mal so dumm, ne? Dass er die behalten hat. Kann er mich immer schön mit erpressen, die Eisen mir irgendwann mal nicht zu geben oder verzögert zu geben oder so, ne? Muss ich halt mal gucken, wie ich da weiter vorangehe. So, jetzt gehen wir aber mal in unsere Einheiten. Tonne hier, also wir bauen hier eine Straße hin und ja, hier sieht man schon, ich habe den hier oben hingezogen.
weil ich wollte mit dem hier oben rüberziehen und ziehe mit dem halt auch einfach gleich noch mal einen weiter nach oben, damit ich sehe, was da so ist. Kann mit dem auf das Feld ziehen. Ah ja, hier ist auch nichts mehr. Den hier können wir dahin bewegen. Ja, und unser großer Prophet, den wollen wir natürlich jetzt mal machen, damit er Genf bereinigt. Wenn er Genf übernimmt, dann wird dieses Quest erfüllt. Kriege ich nochmal extra Punkte und Genf wird dauerhaft an mich gebunden sein, glaube ich. Fast dauerhaft. Also nehmen wir Genf. Die zweite Möglichkeit oder die zweite Stadt, die er nehmen wird, ist dann hier Delhi. Werde ich dann kriegen. Und dann muss ich gleich mal gerade mal ein bisschen gucken, welche Stadt wäre denn dann sonst noch sinnvoll. Ich würde ja fast sagen, hier dieses Mbanza wäre sinnvoll, weil da sind schon drei von der falschen Religion drin. Die würden dann weg. Die hat nur 8. Die könnte man zur Not auch nochmal über... Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Würde beide sogar auf die strahlen. Sehr gut. Dann hätte ich mit der Stadt hier sogar noch eine, die hier drüben auch noch weiter Druck aufbaut. Gerade mal so auf Mumbai zum Beispiel. Oder hier oben auf Sydney oder auf Panama Stadt. Da wäre nämlich gut da. Die und die Städte. Und dann mal gucken, was ich dann eingemeinden werde. Hier dieses eine Eisen ist sicherlich auch noch ganz interessant, das zu kriegen. Zürich wäre auch noch ganz interessant mit der Zufriedenheit. Oder halt noch mal ein bisschen was zu futtern hier oben bei Sydney. Die wollen halt auch einen großen General haben. Die wollen Barbaren vernichtet bekommen. Barbarenlager sind jetzt, ist jetzt das hier. Das könnte man natürlich auch noch mal zerstören, wenn man da oben irgendwie ist. Sydney und Mbanza. Ja. Dieses Lager nicht. Okay. Aber wir wollen auch weiter ausbauen. Hier jetzt die nächste Stadt, die wir gründen. Städte gründen. Gucken wir mal schnell vorher auf die Demografie. 104. Ah ja, 127 Nahrung hat jetzt Mambokurt. Da führt er. Bei Produktion führt er nicht. Weil ich ja auch sehr gut in der Produktion da liege. Ja. Gut. Machen wir eine weitere Stadt, die wir gründen. Zack, einmal hier. So, und wir setzen sofort in die Stadt ein, dass die Bibliothek gebaut werden soll. In 10 Runden steht da. Allerdings denke ich schon, dass das früher passiert. Wir kaufen zur Not auch noch dieses Feld. Hier zwar nur noch 805, aber ich sag mal, in 10 Runden, wenn das fertig ist, habe ich mit den 38, die ich hier pro Runde mache, doch schon eine ganze Menge an Gold wieder, was ich kriege, damit das auch funktioniert. Und hier ist ja auch bald der Handelsweg fertig. Dann kommt noch das Gold von Genf dazu, die werden ja auch noch besser. Hier, die haben jetzt schon 5 Anhänger. Ja, sehr schön. Und der werden ja auch bald bekehrt werden. Produktionsmäßig in Sigtuna machen wir jetzt genau das, was ich brauche. Einen Frachter in einer Runde, damit ich den dann nach Birka schicken kann. Und last but not least, was wir hier noch machen werden, ist, ja, wir haben hier einen Triborg. Der erste Triborg wahrscheinlich überhaupt weltweit, weil sonst keiner Triböcke produzieren kann. Wir benennen ihn um in... typische Michel-Sachen, die kleine Ida. Genau, klingt ganz harmlos, aber die kleine Ida hat einen enormen Wumms und Genauigkeit hier auf die Felder, auf die freien Felder hinaus. Zack. Und dann schieben wir ihn doch auch gleich mal hier neben die Hauptstadt. Ja. Jo, haben wir eigentlich ganz gut was. Der Frachter wird nächste Runde fertig. Jetzt können wir einstellen auch, was wir weiterhin machen wollen. Wir werden hier jetzt nach dem Frachter noch 1, 2, 3 Galeassen bauen. Das sollte passen mit 5 Runden. Ja, passt. Und hier werden wir 1, 2 bauen.
So sollte es gehen. 1, 2, 3, 1, 2 und damit hätten wir 5 Galeassen, 2 Trieböcke und die Trieren haben wir hier. Können wir gleich noch mit den Spionieren gehen mit den Trieren. 1, 2, 3. Nein, da ist nichts. Und wir gehen zurück. Und last but not least, unser netter Speer hier ganz oben im Norden. Gehen wir mal einen Schritt vor. Oh, nein, da ist ein Barbarenbogenschütze. Gehen wir wieder einen zurück. Soll doch bitte hier der... Soll doch hier bitte Ur sich darum kümmern. Okay. Ich denke, damit hätten wir es. Wir machen jetzt nochmal Demografie auf. Wir sind jetzt schon in unserer Nahrung auf Platz 3 jetzt gestiegen, weil wir jetzt schon 109 Nahrung haben. Sind also nur noch 18 Nahrung hinter dem Erstplatzierten, hinter Mambokurt. Und das kann sich ja noch gut steigern, denn unsere neuen Städte hier, die und die werden relativ schnell gut wachsen. 4 Runden, 2 Runden, der wächst auch 4 Runden, 2 Runden, da kommen wir doch ganz schnell auch in die Höhe wieder. Vor allen Dingen wächst dann auch der Goldvorrat und so weiter und so fort. Ja, eigentlich nicht schlecht und ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende. Und wir sehen uns dann wieder in Runde 98, wenn es hier weitergeht mit dem Captain und den schwedischen Stories.